Der Bezirk Mittelfranken ist einer von 7 Bezirken in Bayern und die Heimat von rund 1,8 Millionen Menschen. Durch den Bezirkstag und seine Gremien schafft und unterstützt er verschiedenste Einrichtungen und Projekte zum Wohl seiner Bürgerinnen und Bürger. Der Bezirk stellt eine Vielzahl unterschiedlichster Bildungsmöglichkeiten bereit. Er fördert fundierte und praxisorientierte Ausbildungen und ermöglicht so einen schnellen und reibungslosen Einstieg in die Arbeitswelt Mittelfrankens. Auch die Ausbildung und Förderung von Menschen mit Behinderungen oder Beeinträchtigungen spielt beim Bezirk eine besondere Rolle. Für diese schafft er faire Chancen auf Bildung und berufliche Perspektiven, die sie sonst so nicht hätten. Der größte und wichtigste Aufgabenbereich sind die sozialen Hilfen. Der Bezirk unterstützt Menschen, die sich nicht alleine helfen können. Er finanziert beispielsweise Arbeitsplätze in Werkstätten für Menschen mit Behinderung oder mit psychischer Erkrankung. So fördert er eine eigenverantwortliche Lebensführung. Besondere Aufmerksamkeit benötigen außerdem alte und pflegebedürftige Menschen. Der Bezirk Mittelfranken springt mit der Hilfe zur Pflege ein, wenn diese nicht selbst für ihre Betreuung aufkommen können. Auch Kinder mit Entwicklungsauffälligkeiten oder Behinderung werden zum Beispiel durch die Frühförderung vom Bezirk Mittelfranken unterstützt, damit sie gestärkt in ihr Leben starten. Im Aufgabenbereich Gesundheit unterstützt der Bezirk vor allem die Versorgung von Menschen mit psychischen Erkrankungen. Egal, ob Betroffene intensive Betreuung und Behandlung benötigen oder bei ihrer Familie in gewohnter Umgebung leben können, Hilfe finden sie bei den Bezirkskliniken. Das Kommunalunternehmen des Bezirks ist mit 8 Standorten in ganz Mittelfranken immer in der Nähe der Betroffenen. Der Bezirk Mittelfranken pflegt die Natur und schützt unsere Umwelt. Durch die Fischereifachberatung und die Seenzweckverbände Altmühlsee, Rotsee und Brombachsee fördert er in vielfältigen Projekten nicht nur die Landschaft Mittelfrankens, sondern auch Naherholung und Naturschutz. Durch den Landschaftspflegeverband Mittelfranken ermöglicht der Bezirk seinen Einwohnern Naturerlebnisse und schafft so beispielsweise Bewusstsein für Regionalität. Außerdem fördert er den Erhalt unserer Landschaft und unterstützt die regionale Vermarktung von Produkten aus der Landschaftspflege. Ob in der Region oder europaweit, der Bezirk Mittelfranken setzt sich für Verständigung und Austausch ein. Hierzu unterhält er Regionalpartnerschaften zur französischen Region Nouvelle-Aquitaine und zur polnischen Woiwodschaft Pommern. Der Bezirk stärkt kommunale Städtepartnerschaften in seine Partnerregionen. Besonders gefördert werden dabei Austauschprogramme von Studierenden sowie Schülerinnen und Schülern. Die Kultur- und Heimatpflege im Bezirk Mittelfranken erstreckt sich über viele Gebiete, von historisch relevanten Bereichen bis zur Gegenwartskultur. Von kulturellen Großveranstaltungen bis zu Einzelprojekten. Der Bezirk setzt sich dafür ein, die Kultur und Geschichte Mittelfrankens lebendig zu halten. Dabei setzt er auf eine Balance zwischen wissenschaftlicher Forschung und praktischer Erlebbarkeit. Der Bezirk steht außerdem auch beratend zur Seite, zum Beispiel zum mittelfränkischen Limes. Ob Beratung, Bildung, Förderung oder finanzielle Hilfen, der Bezirk Mittelfranken ist für alle seine Bürgerinnen und Bürger da. Detaillierte und umfassende Informationen finden Sie im Internet unter www.bezirk-mittelfranken.de.